2019 kam ein Spielfilm in die Kinos mit dem Titel 1917 von Sam Mendes, der sehr konsequent aus der Perspektive des einfachen Soldaten das Geschehen im Ersten Weltkrieg darstellte. Und die Kritik war begeistert, die Zuschauer auch, und man bejubelte vor allen Dingen die Tatsache, dass die Kamera immer auf Augenhöhe des Soldaten und des Geschehens, dieser seiner Wahrnehmung eben verharrte, mit ihm sozusagen mitging in die Schützengräben hinein, aus dem Schützengraben eben wieder heraus, und man eigentlich nichts anderes sah als das, was eben auch der Soldat sah und erlebte, was die Sache natürlich zu einem hautnahen, authentischen Erlebnis auch letztlich machte. Ja, was im Film relativ neu war, das kennen wir natürlich aus der Literatur, nämlich aus Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Ein Roman aus dem Jahr 1928, da ist er zum ersten Mal in Fortsetzungen in Zeitungen veröffentlicht worden und dann 1929 in Buchform. Und dieser Roman war sofort ein durchschlagender Erfolg für den ganz jungen Autor, der auch diesen Erfolg gewollt hat und an diesem Buch sehr intensiv gearbeitet hat, der teilweise auch seine eigenen Erlebnisse mitverarbeitet hat, teilweise aber auch eben nicht, weil er nämlich ja gar nicht alles an der Front so erlebt hatte, sondern in der Zeit auch teilweise eben im Lazarett sich befand. Das war auch sofort ein Punkt, wo also die Kritik einhakte und sofort sagte, ja, da ist ja gar nicht alles erlebt, der hat ja nur irgendwelche Geschichten da erfunden. Trotzdem war es ein Roman, der sich auch von seiner Machart her sehr stark durchgesetzt hat. Erzählt wird die Geschichte von Paul Bäumer, an dem sind wir sozusagen immer hautnah dran. Ein junger Mann, der eben sich von der Schulbank in der ganzen Begeisterung, in der Euphorie 1914 eben auch zum Fronteinsatz eben dann meldet mit seinen ganzen Schulkameraden, aufgehetzt, natürlich verhetzt von so einem nationalistischen Lehrer. Und diese Jungs kommen eben alle dahin, teilweise sterben sie wie die Fliegen an der Front, und Paul Bäumer erlebt sozusagen den Krieg in all seinen verschiedenen Schattierungen und Ausprägungen eben mit. Also er erlebt beispielsweise den Stellungskrieg im Schützengraben, das Leben im Schützengraben, das Leben in der Feuchtigkeit, in der Nässe, zusammen mit den Ratten und den ganzen schrecklichen hygienischen Bedingungen, dann den Granateneinschlag, vor dem man sich nicht verstecken kann, sondern einfach lernt, dass das Überleben eine reine Glückssache ist. Er erlebt den Giftgaskrieg, er erlebt das Massaker mit dem Bajonett, also den Krieg in all seinen Ausprägungen letztlich. Und mit ihm erleben wir das eben auch. Dieses hautnahe Erleben führte eben zu einem Wahnsinnserfolg. Die Kritiker bemängelten eben, wie gesagt, einmal diese mangelnde Authentizität und vor allen Dingen sogenannte pazifistische Tendenzen. Interessant ist aber, dass diese pazifistischen Tendenzen eigentlich nur in einigen Stellen vielleicht zu lesen sind. In anderen Stellen ist er ganz ambivalent. Da wird beispielsweise diese neue Frontgemeinschaft, diese Kameradschaft unter den Frontsoldaten durchaus positiv wie eine Ersatzfamilie letztlich auch dargestellt. Und dieses Muster des Erzählens, diese sogenannte poetische Matrix, die wird aufgegriffen bezeichnenderweise von auch sehr nationalistischen, auch von sehr rechten Autoren, die eigentlich dieses Muster übernehmen, allerdings eben in der Wertung des Krieges dann eben eine ganz andere Stoßrichtung einschlagen. Trotzdem bleibt, es war, ich glaube, bis zu Patrick Süskinds Parfum der erfolgreichste Roman in deutscher Sprache. Er ist zweimal verfilmt worden, bezeichnenderweise von Hollywood, nicht von Deutschland. Aber bis heute ist es ein Buch, das so authentisch wirkt, so modern und so frisch ist, überhaupt noch nicht gealtert ist, dass wenn ich jemandem ein Buch über den Krieg empfehlen sollte, ja, da kann man natürlich ein Sachbuch empfehlen, oder man liest Im Westen nichts Neues. Ein Buch, das man nicht vergessen wird, und ein Buch, das einen verändert zurücklassen wird. Und darauf kommt es an bei guter Literatur.